I keep praying for the day that I can open up that good book and heaven don't look like it's out of reach. When it feels like those apostles are giving me the gospel and not the third degree, I just wanted to read like Bible verses and not the Bible verses me. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Lesesession in Red Dead Redemption 2, einem Treureport, A Tale to Be Told, Goldstück. Wir haben ja schon wieder ein bisschen was angesammelt an zu lesendem Kram. Genauer gesagt, zwei Zeitungen. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal ins Tagebuch reinschauen. Ich würde aber vorschlagen, starten wir mal direkt durch hier mit dem, wenn mich nicht alles täuscht, dann waren es, glaube ich, die Blackwater Ledger, die wir neu gekriegt haben. Wenn wir hier Use It or Lose It. Panic of 1907. Aha. Ja, das ist definitiv neu. Nee, Sandy Times wollen wir nicht. Blackwater Booming. Okay, ja. Starten wir am besten direkt durch. Mit der Panik von 1907. Panik von 1907. Aktienmarkt bricht zusammen. Börse im freien Fall. Wirtschaft am Abgrund. Händler und Wirtschaftsexperten sind verunsichert, nachdem der Aktienmarkt diese Woche weiter eingebrochen ist. In Bankenkreisen heißt es, dass wir Zeugen des größten jemals verzeichneten Vermögensverlustes sind. Auf den Straßen von Lower Manhattan waren Angstschreie zu hören, als die Börse weiter in Raserei ausbrach und die Banker sich beeilten, einen Weg zu finden, die Panik zu bändigen. Einige vermuten, dass die Panik an der Wall Street von den Großkapitalisten in Auftrag gegeben wurde, um die Werte zu drücken und eine reiche Ernte einzufahren, wenn der Aufschwung zurückkehrt. Einige haben jedoch behauptet, es sei töricht, dass ein Banker eine Panik herbeiführen würde und vergleichen dies mit einem Bauern, der sich eine Dürre wünscht oder einen Seemann, der um einen Taifun bittet. Der Banker lebt trotz seines Reichtums von der Stabilität. Dutzende von großen Instituten haben jedoch Konkurs angemeldet, da die New Yorker Banken die Situation schützen, indem sie das Geld aus dem Verkehr ziehen. Der Kongress hat bereits versprochen, diese nationalen Banken zu untersuchen und ihr Verhalten zu überprüfen, obwohl keine Anklagen zu erwarten sind. Aha. Tja, ob da Insider-Trading im Spiel ist? Zum Glück müssen wir uns hier draußen in West Elizabeth mit solcherlei Sachen nicht rumschlagen. Die Pumpenheber bleiben stumm. Kein Öl bei Wapiti gefunden. Investoren riechen Betrug. Die 1899 in der Nähe des Wapiti-Indianerreservats entdeckten Ölvorkommen sind erloschen und die Ölbohrungen wurden eingestellt und aufgegeben. Nach einer ausführlichen Erkundung durch die Leland Oil Development Company im Auftrag von Cornwall, Kerosene and Tar hatte man große Hoffnungen in das Gebiet gesetzt und eine Reihe von Erdölunternehmen hatten versucht, es zu einem gut bezahlten Ölfeld zu entwickeln. In Erwartung von Arbeitsplätzen mit einem Stundenlohn von bis zu 22 Cent strömten die Arbeiter in das Gebiet. Die Unternehmen führten eine Bohrung nach der anderen durch und fanden nur eine winzige Menge Öl, die nicht ausreicht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Stamm im Reservoir floh nach einer Reihe von Angriffen auf die Armee, die in einer blutigen Schlacht in der Kerosin- und Teerfabrik von Cornwall gipfelten, als die Nachricht vom Ölfund bekannt wurde. Viele Mitglieder des Stammes wurden in Wyoming erschossen, aber es wird angenommen, dass einige Mitglieder nach Kanada geflohen sind. Es ist nicht bekannt, was in Zukunft mit dem Land des Indianerreservats geschehen wird, da sich derzeit keine Indianer in dem Gebiet aufhalten, die dorthin umgesiedelt werden könnten. Das hören wir natürlich nicht so gern, ne? Also angefangen von der Tatsache, dass also alles, was mit dem Stamm von Rain Falls zu tun hatte, die ganzen Belästigungen und Peinigungen durch die Armee, die ganzen Versuche, die Ureinwohner irgendwie aus diesem Reservoir, was ihnen ja ursprünglich mal zugewiesen worden war, irgendwie da wieder rauszubekommen und das Ganze nur, um am Ende dann festzustellen, dass das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Also nötig wäre es ja so oder so nicht gewesen, aber ja, die wurden also völlig umsonst vertrieben. Und deprimierenderweise haben wir jetzt auch mitbekommen, dass nur ein Bruchteil des Stammes es überhaupt überlebt hat, weil viele wahrscheinlich auf dem Trek, auf den sie sich dann begeben haben, in Wyoming erschossen wurden. Fun, fun, fun. Kleine Bauernhöfe verschwinden, von großen Viehzuchtunternehmen geschluckt. Laramie Corp. bietet Buyouts an. Gute Neuigkeiten jetzt, wo wir gerade unsere kleine eigene Privatfarm aufgemacht haben, hä?
Unter den Landbesitzern herrscht ein Gefühl der Unruhe und Unsicherheit, da eine Welle von Immobilienspekulationen durch das Kuhland schwappt und große Viehzuchtunternehmen große Summen für kleine Ranches bieten. Die Cattle Association unter der Leitung von Abel Atherton scheint den Westen neu gestalten zu wollen und hat vor kurzem die Hanging Dog Ranch und eine beträchtliche Anzahl von Hektar rund um Strawberry erworben. Immobilienmakler der Laramie Corporation besuchen kleine Farmbesitzer und bieten ihnen im Rahmen ihres neuen Wirtschaftsmodells große Summen an. Während die Gegner sagen, dass so eine ganz eigene Lebensweise ausstirbt, argumentieren andere, dass Amerika ein Land des Fortschritts ist und diejenigen, die am Ideal des Homesteaders festhalten, in der Vergangenheit feststecken. Der Maßstab, so sagen sie, wird sich am Ende immer durchsetzen. Also Scale, ne? Also größer ist besser. Eine Frage, Abel Atherton. Wir kennen ja Mr. Abel. Mit dem gab's ja schon bei Mr. Geddes da Stress. Der hat ja ständig seine Jungs rübergeschickt und wollte Mr. Geddes halt irgendwie harassen, dass er endlich sein Land verkauft. Aber Atherton heißt unser Bankkollege nicht auch so? Ansel Atherton? Irgendwie so in die Schussrichtung? Oder irre ich mich da? Interessant. Naja. Sollen sie bei uns mal probieren. Präsident Waxman begrüßt Fortschritte und bringt einen Kanal ins Gespräch. Einwanderer überschwemmen Ellis Island. 1,1 Millionen Migranten für dieses Jahr erwartet. Spricht auch über den Bau des Panama-Kanals. Ah, ich wollte gerade sagen, der Kanal, er kann doch eigentlich nur der Panama-Kanal gemeint sein. Präsident Thaddeus Waxman verkündete in einer Rede vor einer großen Menschenmenge in New York, dass in diesem Jahr die größte Zahl von Einwanderern erwartet wird, die jemals die Insel Ellis Island passiert haben. Also da so an der Freiheitsstatue vorbei und so. Die Verheißung dieses großartigen Landes ist weithin bekannt, sagte er, und es wird erwartet, dass 1907 über 1 Million Einwanderer in New York ankommen werden, was die vorherigen Jahre weit in den Schatten stellen wird. Der Präsident gab auch bekannt, dass Colonel William Thomas Kirchner, der Chefingenieur des Panama-Kanal-Projektes, eines der größten Bauprojekte aller Zeiten, werden wird. Das Projekt wurde vor 3 Jahren von den Vereinigten Staaten von Frankreich übernommen, als die Sterblichkeitsrate der dortigen Arbeiter sehr hoch war. Man geht davon aus, dass die amerikanische Tradition der harten Arbeit und der Architektur, die der französischen überlegen ist, es ermöglichen wird, das große Projekt rechtzeitig und unter dem Budget fertigzustellen. Es ist eine der wichtigsten Initiativen des Präsidenten seit seinem Amtsantritt nach der Ermordung von Präsident McAllister. Auf die Frage nach der großen Zahl von Menschen, die nach Amerika kommen, sagte Waxman, alle Einwanderer sollen verpflichtet werden, innerhalb von 5 Jahren Englisch zu lernen oder das Land zu verlassen. Tja, Integrationsdebatte hatten wir damals auch schon. Fun Fact, wenn ihr euch mal zurückerinnert, in einer schon etwas weiter zurückliegenden Lesesession, wo es unter anderem um das Red Dead Redemption-Äquivalent von JP Morgan, dem Großbankier, ging, haben wir den Namen McAllister schon mal gehört und wir hatten ja damals auch kurz ausgeführt, dass es tatsächlich eine reale Person ist. Und hier schließt sich der Kreis, denn so wie sein reales Vorbild erschossen wurde, wurde offensichtlich auch Präsident McAllister ermordet. Und jetzt haben wir Thaddeus Waxman an der Macht. Liebesroman erweist sich als Verkaufsschlager. Über Nacht erfolgreich. Autorin Leslie Duponts 4. Band erweist sich als sehr erfolgreich. Der spannende Liebesroman Lady of the Manor, der unter dem Pseudonym Leslie Dupont veröffentlicht wurde, ist in den Buchhandlungen nur schwer zu finden, denn er erfreut sich großer Beliebtheit, insbesondere bei jungen Mädchen und älteren Menschen. Ihre Romane werden wohl von mehr Menschen gelesen als alles andere, was ein zeitgenössischer Schriftsteller hervorgebracht hat, obwohl die Kritiker ihre Werke sehr ablehnen. Die Bücher von Frau Dupont sind reißerisch und verrucht und erzählen von Zügellosigkeit und Diebstahl, Liebe und Betrug, Mord und Chaos, Lust und Verzweiflung. Es wird behauptet, viele ihrer Geschichten stammen aus der glühenden Vergangenheit der Autorin, obwohl sich Frau Dupont selbst nie dazu geäußert hat. Es wurde behauptet, dass sie einst mit Gesetzlosen und Revolverhelden durch die Grenzlande zog. Sie hat sich stets geweigert, diese Gerüchte zu bestätigen. Ich habe eine Idee, um wen es sich dabei handeln könnte. Und wenn ihr ganz aufmerksam wart während unserer Reise durch die letzten Monate von Arthur Morgans Leben, dann habt ihr vielleicht auch eine Idee, wer das sein könnte. Es ist eine Person, die wir kennen. Möchte ich mal stark vermuten. Leute mit Kopfgeld, nehmt euch in Acht. Langton ist euch heiß auf der Spur. Nach den Worten derer, die er zur Strecke gebracht hat, ist James Langton unerbittlich, gerissen und furchtlos.
Der Kopfgeldjäger aus New Austin, der für seine kräftige Statur und seinen riesigen Hut bekannt ist, ist der beste Kopfgeldjäger des Landes, der Gesetzlose zur Strecke bringt und Banditen aufstöbert. Mit einer kleinen Armee, die inzwischen für ihn arbeitet, überlassen die Gesetzeshüter ihre Drecksarbeit gern Lenken und seiner Crew. Er hat die Dillard-Brüder mit Hilfe von Zwillingsprostituierten gefangen genommen. Er tötete Cecil Montgomery, während der auf dem Nachtstuhl saß. Schön auf dem Nachtpott. Hat einen umgelegt. Wiederum Tywin Lannister-Style. Die Sheriffs sagen, Ganoven aufgepasst, Langton ist hinter euch her. Ja, das mit dem besten Kopfgeldjäger, das hat sich inzwischen ja schon erledigt. Wir haben dafür gesorgt, dass Sadie an die Spitze gerutscht ist. Gut, ob andere das auch sehen würden, dass sie jetzt die Nummer 1 ist und das einmal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist Langton jetzt ganz sicher nicht mehr die Nummer 1. Der tropische Feind des Menschen. Keime der Faulheit. Hakenwurm plagt wärmere Klimazonen. Viele Jahre glaubte man, die Lethargie der Bewohner der Südstaaten sei auf den Keim der Faulheit zurückzuführen. Heute weiß man, dass die Anämie, die in den wärmeren Gegenden der Vereinigten Staaten auftritt, die direkte Folge eines Parasiten ist, der im Darm lebt und als Hakenwurm bekannt ist. Ein großer Ausbruch ereignete sich 1902 in den Bergwerken von Cornwall und in den Kohlebergwerken von Frankreich, Deutschland und Belgien ist die Krankheit ebenfalls weit verbreitet. Der Wurm ist einen halben Zentimeter lang und sein Maul ist mit Zähnen bestückt. Ew. Scheihulut. Ich kann es gar nicht erwarten, dass Dune rauskommt. Naja, wobei, wenn das hier released wird, ist Dune 2 schon rausgekommen. Anywho, sie setzen sich zu Tausenden an der Innenseite des Darms fest, saugen Blut, wandern von Ort zu Ort und hinterlassen blutende Wunden, die sich infizieren können. Über die Art des Befalls sind sich die Mediziner keineswegs einig. Einige glauben, dass sie durch das Eindringen in die Haut auf schmutzigen Böden oder durch verunreinigtes Trinkwasser entsteht. Die Krankheit ist vor allem eine Geißel für die Bewohner der Philippinen und Puerto Ricos, für deren Gesundheit und Wohlergehen wir jetzt verantwortlich sind. Ja, infolge der kriegerischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Puerto Rico, das ist ja noch bis heute, und auch die Philippinen, das ist heute nicht mehr unter US-Kontrolle, aber da hatten sie ja dann den Finger drauf. Mir vorstellen, so kleine Blutegel, so. Aber gut. Das Radiowunder. Radio. Das Radio. Musik, die durch die Luft übertragen wird. Schiffe empfangen die Übertragung. Schriftliche Meldungen von der Küste von Massachusetts berichten von einem neuartigen Experiment, das vor kurzem durchgeführt wurde. Mithilfe eines experimentellen Generatorsenders in Brent Rock sendeten Techniker Funksignale, die die Musik einer Schallplatte von Händel enthielten. Die Übertragung war für Schiffsfunker auf See gedacht, insbesondere für die Marine, die die neue Technologie für die tägliche Übermittlung von Zeitsignalen und Wetterberichten per Morsecode nutzt. Die Wissenschaftler, die an dem Radioexperiment gearbeitet haben, bejubeln es als eine neue Art der Unterhaltung und sehen den Tag voraus, an dem Bibelsprüche und Hymnen in die Haushalte übertragen werden, damit die Familien sie genießen können. Ja, das gab's zwischendrin auch, aber auch später dann vor allen Dingen Rock und Metal und vielleicht auch Pop. Aber Bibelsprüche und Kirchenlieder sind auch nicht schlecht. Für einen Anfang. Eine Stadt voller Geister. Die Ratskellergabel liegt verlassen da. Das Klavier ist mit Staub bedeckt und verfällt. Die Straßen sind verödet. Die Vorratskammern sind voller Ungeziefer. Die Fenster sind zerbrochen. Familien verschwunden. Ratskeller Fork, eine abgeriegelte Siedlung in der Wüste von Gaptooth Ridge, New Austin, war einst ein belebter Ort, an dem Waren gehandelt wurden. Reisende hielten hier an, um sich zu erfrischen, und Tänze und Abendessen sorgten für Heiterkeit und gute Laune. Jetzt jedoch ist der Ort verlassen. Manche geben dem mürrischen Verwalter dieses Ortes die Schuld, der dort wohnt und anscheinend alles daran setzt, alle anderen Menschen zu vertreiben. Man hofft, dass jemand anderes den Ort übernimmt und den Ratskeller Fork in die gute alte Zeit zurückversetzt. Ratskeller Fork kennen wir ja auch aus Red Dead Redemption 1, ne? Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal vorbeischauen. Es scheint mir so ein Hinweis zu sein, dass wir da eine interessante Persönlichkeit kennenlernen können. Die neue Eisenbahn ist fertiggestellt. Ein großes Projekt. Es ist unser manifestes Schicksal. Die letzten Schwellen wurden verlegt und die Spikes eingeschlagen, also die Schienennägel quasi, um die Eisenbahnlinie der Central Union durch New Hanover fertigzustellen. Die Fahrgäste können nun die Grizzlies, Rhodes und Scarlet Meadows umgehen, was die Reisezeit drastisch verkürzt.
Durch die direkte Verbindung zwischen Cornwall, Kerosene und Tar und Saint-Denis werden Güter und Pendler schnell und ungehindert befördert. Das Projekt war mit Komplikationen verbunden, unter anderem mit einer Kontroverse über fehlende Löhne der Arbeiter und einem Landstreit. Vertreter von Städten wie dem Van Horn, Handelsposten und Annisburg behaupten, die neue Strecke werde zum Niedergang ihrer Städte führen. Bürgerliche Planer bejubeln die Eisenbahn hingegen als einen neuen Tag des amerikanischen Fortschrittes und der Geschichte. Tja, ein Fortschritt in seinem Lauf. Ochs und Esel halten ihn nicht auf. Wieder die Kunst des Angelns mit Jerry McGill. Da haben wir diesmal den Rotflossenbuntbarsch. Wenn ich nicht gerade Staatsoberhäupter mit dem fröhlichen Zeitvertreib des Angelns unterhalte, dann reise ich in hinterwäldlerische Cricks und Hollers, wo ich die reizendsten, einfachsten Leute treffe, die starke lokale Spirituosen zu sich nehmen und vom Redfin Pickerel schwärmen. Diese ungehobelten Halbstarken, die man dort trifft, behaupten, es sei der beste Speisefisch, den man finden kann, und außerdem der am leichtesten zu fangende. Es handelt sich dabei um angriffslustige kleine Raubfische, die sich auf ein Stück Käse stürzen und, wie mir ein alter Mann zeigte, auch auf ein Stück rotes Tuch. Er tauchte es in das Loch, der Fisch biss an und er schleuderte es mit einem zahnlosen Lachen ans Ufer. Viel Spaß beim Angeln, für alle mit und auch ohne Zähne. Ein rotes Tuch, okay. Ein kleiner Stier-Cosplayer, ja. Das war die erste Zeitung und die zweite folgt zugleich. Ich habe das Gefühl, wir tun wirklich gut daran, die jetzt zu lesen, weil wir haben es ja schon in Andeutung gesehen, für einige Storystränge, die wir im Hauptspiel teils hautnah miterlebt haben, gibt's hier so ein bisschen Auflösung auch noch, ne? Wie beispielsweise mit dem Wapiti-Reservat. Also, schauen wir hinein. Blackwater boomt. Boomer. Täglich treffen Siedler ein. Die von Josiah Blackwater gegründete Stadt erlebt ein schnelles Wachstum. Tja, und Josiah Blackwater, mit dessen Geschichte kennen wir uns ja aus, ne? Haben wir ja in Saint-Denis im Kino gesehen. Das war der nette Herr, der Mitleid hatte mit der Indianer-Squaw, dessen gesamte Familie er vor ihren Augen abgeschlachtet hat. Und der mit dem Biber vor allen Dingen. Ach ja, cooler Typ. Jeden Tag begrüßt Stallarbeiter Lance Hopkins die Neuankömmlinge in Blackwater, denn ihre müden Pferde und Maultiere, die viele Meilen zurückgelegt haben, brauchen neue Hufeisen und Salben für Schnitte und Kratzer. Er schafft es kaum, die Schmiede für die täglich anfallende Arbeit in Schuss zu halten und erzählt, dass er seit 8 Monaten keinen einzigen Tag Ruhe oder Einsamkeit hatte. Die einst verschlafene Hafenstadt, die von dem sagenumwobenen Abenteurer Josiah Blackwater gegründet wurde, wird heute als Tor zum Westen gepriesen, da kilometerlange Gleise durch die Region gelegt wurden, die nach Westen zur Pazifikküste führen. Arbeiter treffen ein, um in Holzfäller- oder Bergbauunternehmen einzusteigen. Aktien werden gehandelt, Investoren erheben Anspruch auf das Gebiet und die Umgebung, um Siedlungen zu bauen. Es ist wahr, in Blackwater ist alles auf dem neuesten Stand. Jeden Tag treffen weitere Depeschen aus dem Osten ein, die besagen, wir kommen nach Blackwater. Sie ist ein wirklich tolles Mädchen. Sie ist besser als die meisten Leute. Zeig mir irgendwo eine andere wie sie und ich bin sofort da. Oder ähnliche Worte in diese Richtung. Aha, der zivilisierte Osten mag Blackwater. Mischlingsbande terrorisiert Gebiet. Die Gebrüder Skinner. Mord, Viehdiebstahl, Tresorsprengungen. Ein Telegramm von Sheriff Oswald Dunbar, hey, den haben wir auch schon getroffen, verkündete, dass eine Familie, die durch Tall Trees reiste, erschlagen aufgefunden wurde. Angeblich getötet von den berüchtigten Skinner-Brüdern. Die Mutter wurde erdrosselt aufgefunden, die Kinder hingen an Bäumen. Der Vater wurde in der Nähe tot aufgefunden, auf grausame und barbarische Art und Weise gefoltert. Die Skinner Brothers sind eine Bande von Ausgestoßenen und Kriminellen, die für ihre brutalen Methoden des Zerstückelns und Stehlens bekannt sind. Man nimmt an, dass es sich um eine Gruppe von Mischlingen, geächteten Iren, einem Chinesen, entflohenen Mördern und Vergewaltigern handelt. Sie sind mit einem Apachenbogen ebenso geschickt wie mit einem mexikanischen Messer. Die Behörden haben es schwer, die Bande aufzuspüren. Sie verwischen ihre Spuren mit List und Tücke und bleiben selten lange an einem Ort. Es wird angenommen, dass sie mehr Unschuldige getötet haben als die Otis Miller Boys, die Butcher Brothers und die Tallulah Jetty Gang zusammen. Die Otis Miller Boys, wir erinnern uns, das war effektiv Jesse James. Ja, scheiß auf die Skinner Brothers. Störtes Volk. Auch wenn hier so die
völkisch-rassistischen Untertöne in diesem Zeitungsartikel halt ebenfalls. Naja, lass mal das mal so stehen. Evelyn Miller tritt zurück. Oh. Wurde vom Ruhm verführt. Der Autor wurde von Heuchelei heimgesucht. Der Sozialtheoretiker und Philosoph Evelyn Miller ist von seinem Posten in Princeton zurückgetreten, nachdem seine Theorien über den Menschen und das Wilde für Aufruhr gesorgt hatten. Mit der Ankündigung, er sei beunruhigt über seine eigene unbarmherzige Heuchelei, verließ der einst gefeierte Professor und Theoretiker darüber, was den weißen Menschen von einfachen Wilden unterscheidet, die Universität in aller Eile und soll sich in die Wildnis zurückgezogen haben, um ein Buch darüber zu schreiben, wie man eins mit der Wildnis wird. Einst eine feste Größe bei gesellschaftlichen Veranstaltungen in mehreren Staaten, wird er seit langem von einigen Menschen beschuldigt, vom Ruhm verführt worden zu sein und eine Vorliebe dafür entwickelt zu haben, Aristokraten in Salons mit seinen Theorien über die Rechte des Menschen, die Natur und die Triebe der Wilden zu unterhalten. Sein Verleger berichtet, dass er seit geraumer Zeit nichts mehr von Herrn Miller gehört hat und dass er auch nicht weiß, ob dieser ein Nachfolgewerk zu seinen Bestsellern verfasst. Okay, also Evelyn Miller zieht's durch, geht ins Aussteigerleben. Es wäre interessant zu wissen, ob wir den irgendwo nochmal treffen können. Berüchtigter Übeltäter ist noch am Leben. Van der Linde soll in Tall Trees gesehen worden sein. Seit 7 Jahren auf der Flucht. Bandmitglieder noch immer auf freiem Fuß. Ja, na gut, das überrascht uns ja jetzt nicht wirklich, ne? Wir wissen ja, dass Dutch Van der Linde auch zum Zeitpunkt von Red Dead Redemption 1 noch unterwegs ist und sein Unwesen treibt. Eine Meldung aus Tall Trees berichtet von einer Sichtung des berüchtigten Verbrechers Dutch Van der Linde, der seit vielen Jahren auf der blutigen Flucht vor dem Gesetz ist. Die berüchtigte Dutch's Boys Bande trieb einst in diesem Bundesstaat ihr Unwesen, aber man glaubt, dass sie sich bereits 1899 aufgelöst hat. Zwei seiner Gefolgsleute, Hosea Matthews und Arthur Morgan, wurden im selben Jahr bei Razzien von Pinkerton-Agenten getötet. Da träumen sie von. Also, Hosea leider Gottes ja schon, aber Arthur, der ist an was ganz anderem gestorben. Naja. Es wird angenommen, dass die Bandenmitglieder Bill Williamson, Micah Bell, John Marston und Charles Smith noch auf freiem Fuß sind. In einem Telegramm aus Mexiko wird berichtet, dass sich Javier Escuela vermutlich in der dortigen Bergregion aufhält. Die riesige Geldsumme, die die Bande bei dem Blackwater-Raub erbeutet hat, wurde niemals gefunden. Es hieß, dass dieses Geld nach der Flucht der Bande irgendwo in der Stadt versteckt worden war. Gerüchte, dass das Bandenmitglied Micah Bell zurückgekehrt war, um die Beute zu holen, halten sich hartnäckig. Die blutigen Tage der Van der Linde-Bande sind der Stoff, aus dem Legenden sind, die in Groschenromanen auftauchen und sogar in Volksliedern besungen werden. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich verpflichtet, die Suche nach Van der Linde fortzusetzen, auf den eines der höchsten Kopfgelder für seine Tötung oder Ergreifung ausgesetzt ist. Ja klar, gerade nach unseren letzten Actions in Beaver Hollow, die Erschießung von Cornwall, die Sprengung der Brücke etc. pp. Ist klar, dass die da ein bisschen pappig sind immer noch. Und was dann auch erklärt, warum einige Jahre später in Red Dead Redemption 1 dann die Bundesbehörden immer noch auf Dutch Van der Linde, aber auch auf John Marston und Bill Williamson, Javier Escuela, so scharf sind. Ja, die sind in der Vergangenheit, ne? Cholera-Epidemie wütet. Armadillo unter Quarantäne gestellt. Aber Dutzende tot. In Armadillo ist eine schwere Cholera-Epidemie ausgebrochen. Eine Stadt, die noch immer unter der brutalen Scharlach-Epidemie der Jahrhundertwende leidet, bei der ein großer Teil der Einwohner starb. Berichten zufolge leiden 3 von 4 Einwohnern an Cholera-Symptomen, darunter Durchfall und Erbrechen. Armadillo leidet seit vielen Jahren unter schlechten sanitären Verhältnissen, was die Ausbreitung der Krankheit zusätzlich begünstigt. Die Stadt hatte im Laufe der Jahre so viele Probleme mit Pandemien und Staubstürmen, dass manche von dem Fluch von Armadillo sprechen und andere Menschen warnen, sich von dort fernzuhalten. Oh, Armadillo geht's im Jahre 1907 wohl nicht ganz so gut. Ein höchst vergnügliches Wunder. Eine bewegte Bilderschau. Zuschauer sind verblüfft und erfreut. Seit der Erfindung der Dampfmaschine hat kein Gerät mehr so viel Freude bereitet wie der Kinetograph, der bewegte Bilder auf die Leinwand bringt und das Publikum in aller Welt begeistert. Zunächst ein Experiment, das für das Auge das tut, was der Phonograph für das Ohr tut, hat er schnell die Laterna Magica als Quelle für Unterhaltung und Amüsement abgelöst. Durch die Drehung eines Elektromotors wird ein Licht durch einen mit Zahnrädern versehenen Film geworfen, der ein bewegtes Bild auf eine Wand oder eine Leinwand projiziert.
Die Bediener von Kinomaschinen sind sehr gefragt und die Geräte kosten eine ganze Menge. Während die ersten Bewegtbildshows, Kurzfilme über berühmte Persönlichkeiten, Landschaftsansichten, Nachrichtenereignisse und Katastrophen waren, zeichnen die Filmemacher jetzt Bilder für jedes Bild und nehmen sie dann nacheinander auf, sodass der Eindruck von Bewegung entsteht. Beliebte Beispiele sind The Courtship Ritual und Beaumont the Burly, die landesweit in den Kinos ausverkauft sind. Beaumont the Burly. Das kennen wir ja aus, ich überlege gerade, das war in Red Dead 1 gewesen, oder? Dieser männliche Mann, der dann aber immer mit den Feministen dann aber aneinander gerät. Und uns zeigen soll, dass der Feminismus der Untergang des amerikanischen Way of Life ist. Wir uns da nicht drauf einlassen sollten. Wahlrecht für Frauen und sowas. So weit kommt's noch. Queer Pranks of Lightning. Merkwürdige Streiche der Blitze. Verletzungen durch Einschläge. Das heftige Gewitter in der vorletzten Woche verursachte mehrere seltsame Unfälle. Ein Blitz schlug in das Haus von Hector S. Wilton ein und zertrümmerte, nachdem er eine Ziermarkise entlang gelaufen war, ein Fenster. Drei Personen im Raum erlitten einen schweren Schock und Mrs. Wilton wurde völlig bewusstlos und musste mit Riechsalz geweckt werden. Oh, puh, was für ein Abenteuer. Seitdem berichtet sie von Schwierigkeiten beim Gehen, da der Strom durch sie hindurchging und ihr rechtes Bein beeinträchtigt hat. Oh, das ist natürlich nicht so nett. Außerdem leidet sie an Rheuma, das sich durch den Stromschlag entzündet hat. Herr Wilton flüchtete sicher aus dem Haus, kehrte aber zurück, als er bemerkte, dass ein kleiner Teil des Wohnzimmers durch die Lichtblitze in Flammen stand. Oh. Okay. Sehr lustige Streiche, die die Blitze da gespielt haben. Oh wow. Kindermörder. Finlay, der meistgesuchteste Mann des Landes. Shane Finlay, der wegen mehrfachen Diebstahls und Mordes, einschließlich der Tötung eines unschuldigen Kindes, gesucht wird, wurde außerhalb des Gebietes Tumbleweed Armadillo gesichtet. Auf ihn ist in 5 Staaten ein Kopfgeld ausgesetzt und für seine Ergreifung oder Tötung gibt es mehrere Kopfgelder. Auch der berühmte Kopfgeldjäger James Langton ist hinter ihm her. Ich werde dich fangen und töten, Shane Finlay, daran gibt es keinen Zweifel. Finlay ist schon mehrfach geflohen, hat sich geschickt verkleidet und versteckt sich oft vor den Augen der Gesetzeshüter, die ihn so dringlich suchen. Jeder, der Finlay begegnet, sollte sich in Acht nehmen, denn er ist verzweifelt. Ein Desperado. Ja, wir haben uns nicht in Acht genommen, wir haben ihn schön eingesackt, verschnürt und abgeliefert. So wie das muss. Railroad Takeover Complete. Bahnübernahme abgeschlossen. Senat handelt in Sachen Cornwall Rail. Der Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das die endgültige Konsolidierung der verbleibenden Strecken der Cornwall, Southern und Eastern Railways genehmigt. In einer Maßnahme, die weitgehend von Beamten der Pacific Union Railroad unterstützt wurde, werden alle Züge und Strecken, die früher Cornwall gehörten, konsolidiert und unter dem Namen Pacific weitergeführt. Als Teil der Übernahmevereinbarung hat die Pacific Union Railroad angekündigt, in den nächsten Jahren Gleise zwischen West Elizabeth und New Austin zu verlegen, was für die Industrie, die in Gebiete des Landes expandieren will, die bisher nur per Kutsche bedient wurden, von großem Nutzen sein dürfte. Aha. Es ist aber eigentlich schön zu wissen, dass das Imperium von Cornwall nach seinem Ableben dann sukzessive in sich zusammenfällt. Das ist doch nett. Okay, hier ist ein Artikel tatsächlich zweimal. Ich glaube, es ist ein Bug. Würde ich mal tippen. Interesting, aber halt auch schon wieder ein schöner Beleg dafür, dass das tatsächlich hier angepasst, also adaptiv die Zeitungsartikel reingepackt werden. New Railroad completed, das hatten wir schon. War der Artikel, wo gesagt wird, dass man die Grizzlies, Rhodes und Scarlet Meadows umgehen kann. Na gut, dann kommen wir direkt zu der Kunst des Angels mit Jeremy Gill. Rock Bass, der Steinbarsch. Auf meinen ausschweifenden Reisen habe ich so manch eine Meile zurückgelegt auf Dampfschiffen, Paddelbooten und anderen Schiffstypen der merkwürdigsten Sorte auf der Suche nach Fischtrophäen und selbstverständlich auf der Suche nach Weisheit. Eine ganze Reihe von vernünftigen jungen Anglern, die mich als ihren Helden sehen, werden vielleicht fragen, warum das Fischen so öde ist. Pulsierende Langeweile, die ab und zu durchstochen wird von einer wilden Explosion überbordender Freude, wenn durch den Köder nur ein leichtes Zucken geht.
das ist ganz langweilig. Es liegt einfach schlichtweg daran, dass ihr es falsch macht, ihr Frechdachse, sage ich ihnen. Bei mir sind selten mehr als 10 Minuten vergangen, ohne dass ich einen Fisch am Haken hatte. Und wenn das der Fall ist, dann ist meine meisterhafte Beherrschung über Geist und Materie dergestalt, dass ich die Zeit auch wirklich genieße. Wenn Sie nach einem spaßigen Fisch suchen sollten, dann versuchen Sie es doch einfach mal mit Steinbärschen in klarem Wasser an einem sonnigen Tag. Ich hatte einmal in Tall Trees über 50 Steinbärsche in unter einer Stunde gefangen. Versuchen Sie es doch einfach mal und schauen, was bei rauskommt. Das ist so wie das Leben, nur viel besser. Okay. Von allem Anglergarn, was er uns bisher aufgetischt hatte, definitiv noch das gemäßigste, finde ich. Okay, gut. Das waren unsere Zeitungen, aber wir haben ja noch die Journalie. Jetzt wieder dran denken, wir benutzen die Schultertasten, nicht die Chapterwahl. Genau, das war der letzte Stand, damals, als wir noch bei Mr. Geddes auf der Farm geschafft haben. Und Abigail und Jack gerade dazu uns gestoßen sind. Mal gucken, was seitdem noch so passiert ist. Sie hat's gemacht und mich verlassen. Hat mir mehr als ausreichend Warnung zukommen lassen, schätze ich. Sie liegt ja nicht mal falsch. Ich würde mich auch verlassen, wenn ich könnte. Und was jetzt? Kein Sohn, keine Frau und ein nutzloser Farmer auf einer nutzlosen Farm. Diese reichen Bastarde, die Laramies, wollen den alten Geddes tot sehen. Wenn ich auch nur annähernd so etwas wie ein Gehirn hätte, dann würde ich einfach für die arbeiten. Aber irgendwie mag ich Geddes. Ja, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen, wie sich ja dann herausgestellt hat. Stimmt, hatte ich vergessen. Man muss dazu sagen, auch John malt Sachen, Begegnungen, Personen in jetzt sein Tagebuch, ne? Und allein so eine kleine Charakterisierungsgeschichte wieder so ein total geniales Detail. Sie hätten ja einfach denselben Zeichenstil, den Arthur Morgan auch benutzt hat, einfach weiterbringen können. Aber Arthur Morgan war trotz allem, trotz seiner Tätigkeit als Vollstrecker der Gang, ja eher so ein bisschen eine Künstlerseele. Und wie wir hier an diesem Bild sehen, John eher nicht so. Und das ist tatsächlich für alle Zeichnungen. Das Coole ist, es gibt ja ganz, ganz viele Zeichnungen, die wir zufällig finden können. Also wenn wir mit Arthur beispielsweise über ein besonderes Landschaftsobjekt, wie da dieses komische keltische Grab, was wir da mal gefunden hatten, oder diese Hobbit-Höhle, dieses Hobbit-Haus, gestolpert sind, dann macht er davon ja eine Zeichnung. Wenn wir die mit Arthur noch nicht gemacht haben, könnten wir die auch mit John finden, nur sehen die Zeichnungen dann halt ein bisschen anders aus. Hab einen merkwürdigen Typen getroffen. Hab mir gedacht, dass er sowas wie ein Prophet ist. War blind. Merkt man, ne? Auch die Art und Weise, wie er schreibt, unterscheidet sich im Stil völlig von dem, was Arthur gemacht hat. Arthur hat ja noch wesentlich intensiver quasi die humanistische Ausbildung, wenn man so möchte, von Dutch Vanderlinde und Hosea Matthews mitbekommen. Und war auch definitiv der intelligentere von beiden. Oder sagen wir mal, der intellektuellere von beiden, sagen wir es mal so. John Marston ist, weil er auch längst nicht so, sagen wir mal, stilsicher ist mit dem Umgang mit dem Stift und mit dem Schreiben, hält das halt einfach eher kurz. Dieses schöne Porträt von dem Propheten. Ah, ich find's super, ehrlich. Hier, Beecher's Hope. Grazing? Auch sehr detailliert, ne? Hier ist das Haupteingangstor. Kann man hier eventuell Viecher weiden lassen? Die Pferde da. Ich werde nicht mehr. Also wenn ihr das hier als Podcast hört, allein Zeichnung, ne, Pferd. Nicht, dass ich das auch nur im Ansatz besser malen könnte, ne? Aber wie viel Charakter und wie viel Aussage über die Person John Marston getroffen wird durch so eine kleinen Details, ich find's mega. Einfach richtig toll, das ist alles so durchdacht. Gute Neuigkeiten, ich besitze jetzt eine Ranch. Schlechte Neuigkeiten, ich habe jetzt Onkel an der Backe. Oder ist es umgekehrt? Wenn er nicht seinen Mund hält, dann werde ich diesen gesamten Ort hier mit seinem Blut färben. Boah, dark. Ich habe ein vermülltes Stückchen Land für Abigail gekauft und sie ist nicht hier. Stattdessen habe ich Onkel bekommen. Wie zur Hölle ist das passiert? Ja, das ist kein guter Deal, wenn man es mit dem Abigail-Deal vergleichen würde. Ich habe wirklich die schlimmste aller Möglichkeiten erwischt. Ich vermisse Abigail. Ich war ein waschechter Narr
Und zwar längere Zeit, als ich mich erinnern kann. Schon immer. Hab Sadie Adler wieder gesehen. Schätze mal, ich hab gedacht, dass sie tot ist. Vielleicht bin ja auch nur ich derjenige, der tot ist. Keine Ahnung. War schön, sie zu sehen. Sie ist jetzt eine Kopfgeldjägerin und die Arbeit passt zu ihr. Hab gesehen, wie sie ein Messer einmal direkt schnurstracks in die Hand von so einem großen Typen gejagt hat, mit dem sie gestritten hat. Ich hab sie nicht mehr gesehen, seit sie und Arthur Abigail gerettet haben und Arthur dann mein Leben gerettet hat. Wir sind nach Norden gegangen und sie hat sich dieser Art von Arbeit zugewandt. Bin nach Saint-Denis gegangen mit Uncle, weil Charles Smith da war und Probleme hatte. Charles hat mit dem Boxen angefangen und schien erstmal eigentlich überhaupt gar nicht so sehr in Ärger zu stecken. Zumindest bis wir über einige örtliche Gangster gestolpert sind, die uns beide erschießen wollten. Aber jetzt ist er hier und ich habe jetzt eine gänzlich andere Familie als die, die ich noch vor kurzem hatte. Bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Ja, Uncle ist schwierig, aber, ne? Charles ist immer eine Bank. Und wie wir gesehen haben, Uncle ja auch. Diese ländliche Gegend ist voll von einigem des übelsten Abschaums und einigen der übelsten Irren, über die ich jemals gestolpert bin. Schätze mal, wir passen hier ganz gut rein. Bin losgezogen, um Holz zu kaufen, um ein neues Haus zu bauen. Wurde überfallen von irgendeiner örtlichen Gang, vor der alle Angst haben. Eine Hilfskraft, die Charles angeheuert hat, hat sich umbringen lassen. Ich frag mich, ob diese Bastarde uns Ärger machen werden und wie viel Ärger. Das haben wir ja dann auch schon rausgefunden. Naja, und zumindest Baupläne? Geht so. Wir haben uns ja selbst jetzt ein kleines Örtchen zum Leben gebaut. Hätte niemals mal gedacht, dass ich diese Worte sagen werde. Jetzt brauche ich nur noch eine Familie und irgendeinen Weg, mit dem ich diese ganzen Schulden abbezahlen kann. Bin auf Kopfgeldjagd gegangen mit Sadie, die ich nach all diesen Jahren wieder getroffen habe. Und die ganze Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen. Zum Glück war Abigail nicht hier, sonst hätte sie mich wahrscheinlich persönlich gehäutet. Tja, das war's. Wir sehen auch wieder so ein Persönlichkeitsding, ne? Arthur Morgan hat ja viel mehr seine Gefühle, seine Gedanken irgendwie zu Papier gebracht. John ist relativ matter of fact. Also, er sagt halt, was passiert und ab und zu mal so ein Gedankeneinstreuer, aber das ist alles relativ straight, dafür, dass wir ja richtig ordentlich Action machen und ein paar Missionen abgerissen haben bisher. Naja, jeder nach seiner Fasson, würde ich sagen. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer kleinen Lesesession. Ich weiß, es gibt mindestens noch eine Zeitung und wir werden ja dann irgendwann auch nochmal zum Tagebuch greifen. Aber ich glaube, das werden wir dann vielleicht machen, wenn wir mit dem Epilog dann durch sind. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall erstmal wieder Action geben tun. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Würde mich da sehr, sehr freuen drüber. Und bis dahin, ihr kennt das Spiel. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und bis denn. Brothers took my name. We were feared across the country as the gang of Jesse James. Some folks call me a hero, but those folks don't know me well. There's no place for me in heaven. There's no peace for me in